Und damit herzlich willkommen zu einer Präsentation zum Thema Lärm und Lärmschutz. Lasst uns anfangen. Ja, nach dieser Dosis Lärm wünsche ich erstmal einen guten Tag, herzlich willkommen und beginne mit der Gliederung der Präsentation. Den Videoeinstieg haben wir gerade gesehen. Dann komme ich zum Thema Lärm unter den Punkten Definition von Lärm, Störungsarten, physikalische Grundlagen von Lärm, Dämmung und Dämpfung bzw. Absorption und der DIN-Norm 4109. Dann komme ich auf Schallschutz und Dämmung zu sprechen, einmal bezüglich Lärm von innen und Lärm von außen. Dann begeben wir uns auf einen kleinen Exkurs zum Thema Gesundheit und Lärm und enden dann mit Schlusswort und Quelle. Los geht's mit einer Definition von Lärm aus der Brockhaus-Enzyklopädie. Lärm, jedes störende, belästigende Geräusch, Schall. Ob ein Schallereignis störend oder belästigend wirkt, hängt wesentlich von der Reizschwelle oder der Lärmempfindlichkeit des vom Lärm Betroffenen ab. Was hier besondere Beachtung verdient, ist der Fakt, dass Lärm nicht objektiv messbar ist. Was für eine fremde Person Lärm ist, ist für mich zum Beispiel noch Musik. Und wodurch können wir uns in unseren eigenen vier Wänden lärmtechnisch gestört fühlen? Wir unterscheiden hier in drei Hauptkategorien. Zunächst die Luftschallübertragung. Dazu gehört beispielsweise Sprache und dadurch auch Singen, Radio und Fernsehen, Musik und auch Geräusche von außen, die nach innen dringen, zum Beispiel durch ein offenes Fenster. Dann die Körperschallübertragung. Schlägt man beispielsweise mit einem Hammer an eine Wand, so wird diese dadurch ebenfalls in Schwingungen versetzt, die dann wiederum zu entsprechendem Luftschall im Nachbarraum führen können. Was dazu gehört, folgt später. Und schlussendlich die Trittschallübertragung. Der Bereich des Körperschalls spielt hier sicherlich schon rein. Es wird dennoch eine Unterscheidung gemacht, da allen Körperschallübertragungen bei und von Raum- und Zimmerdecken eine besondere große praktische Bedeutung zugemessen wird. Dazu gehört dann ebenfalls Gehgeräusche oder Geräusche von fallenden Gegenständen und so weiter. Kommen wir zu den physikalischen Grundlagen. Ganz allgemein bezeichnet man mechanische Schwingungen eines elastischen Mediums als Schall. Dieses elastische Medium kann zum Beispiel Luft sein, aber auch eine Wand. Und eben diese Schwingungen übertragen sich und pflanzen sich auf benachbarten Teilchen fort. Es entsteht eine Schallwelle. Setzt sich diese Schallwelle in der Luft fort, spricht man von Luftschall. Schwingungen in festen Körpern, also beispielsweise in Wänden oder Decken eines Hauses, werden als Körperschall bezeichnet. Außerdem soll hier wieder der sogenannte Trittschall angesprochen sein. Dabei handelt es sich um Luftschall, der von Körperschall abgestrahlt wird. Weiter geht's. Was ist denn jetzt eigentlich ein Ton? Die Schwingung bei einem Ton läuft in Abhängigkeit von der Zeit sinusförmig. Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde werden als Frequenz bezeichnet. Ich habe hier mal eine Sekunde eingezeichnet. Die Maßeinheit der Frequenz heißt Hertz. In diesem Fall hier hat unser Ton ca. 4 Schwingungen pro Sekunde. Das heißt, er hat 4 Hertz.
Der von Menschen hörbare Schwingungsbereich liegt zwischen 16 Hertz und 20.000 Hertz. Bei Wohngeräuschen befinden wir uns meistens zwischen 100 und 3.000 Hertz. Die Stärke des Schalls oder die Lautstärke wird als Druck wahrgenommen, der den normalen, immer herrschenden atmosphärischen Druck überlagert. Man nennt diese dann auch Schalldruck. Normalerweise wird Druck in Newton pro Quadratmeter gemessen. Aber die im alltäglichen Leben auftretenden Schalldrücke unterscheiden sich um bis zu 5 Zehnerpotenzen. Deswegen hat man sich dazu entschlossen, ein logarithmisches Maß zu verwenden, den Schallpegel L. Also hier haben wir nochmal die alltäglichen Schalldrücke. Da sieht man, in was für einem großen Spektrum die sich befinden. Und hier haben wir den Schallpegel L. Hervorgehoben hier fett der Logarithmus. Und damit wird eben die Grundlage für die bekannte Dezibel-Skala gelegt, nach dem Erfinder des elektromagnetischen Telefons Graham Bell. Es muss nun klar sein, da es eine logarithmische Skala ist, dass 60 Dezibel nicht doppelt so laut sind wie 30 Dezibel, sondern eben um ein Vielfaches lauter sind. Dadurch, dass die Skala logarithmisch ist. Eine Verdoppelung der Lautstärke ist bei ungefähr 3 bis 5 Dezibel der Fall. Das kommt ganz drauf an, wo wir uns auf der Skala befinden. Was wir nun aber in der Wohnung wahrnehmen, sind Geräusche. Und was sind Geräusche? Das sind viele überlagernde, unzusammenhängende Töne. Was wir uns jetzt genau unter den Zahlenwerten der Dezibel-Skala vorstellen können, will ich nun verdeutlichen. Die Lautstärke eines Geräuschs hängt in sehr komplizierter Weise von der Frequenzverteilung und vielen anderen Größen ab. Eine exakte Messung ist nur mit sehr großem Aufwand möglich. Deswegen hat man einen Näherungswert für das menschliche Gehörempfinden, den sogenannten A-Schallpegel, eingeführt. Und wie man hier erkennen kann, ist diese Skala auch in dBA, Dezibel A, angegeben. Unsere Skala beginnt bei 0 Dezibel, was keinen oder geringfügigen Störungen entspricht, bis 140 Dezibel, wo schon bei kurzer Lärmeinwirkung eine Gehörschädigung erwartet werden kann. Wie kann man das jetzt so grob einschätzen? Also bei einem Wald befinden wir uns zwischen 5 bis 10 Dezibel, eine Bibliothek bei ca. 35 Dezibel, ein Gespräch bei 55 Dezibel. Dann haben wir eine Messung an einer Straße durchgeführt und je nachdem, wie stark die Straße befahren ist, kann man so um die 85 Dezibel messen. Kommen dann noch LKWs und eine Autobahn dazu, dann sind wir schon ganz schnell bei ca. 95 Dezibel, ein Presslufthammer bei 105, ein Konzert bei 115 und ein Flugzeugstart bei 135 Dezibel. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Um etwas gegen diese Geräusche zu tun, können wir dämmen. Oft steht das Wort Dämmung gemeinsam mit der Dämpfung in einem Raum. Diese Begriffe müssen säuberlich voneinander getrennt werden. Man kann sagen, die Dämmung beschreibt, wie viel Schall in den Nachbarraum gelangt und Dämpfung bzw. Absorption, wie viel Schall zurück in den eigenen Raum geworfen wird. Hier kommen die Eierschalen zum Tragen. Die dämmen nämlich nicht, was wir ja aber eigentlich wollen, sondern die dämpfen. Das heißt, wenn wir in unserem Probenraum Eierschalen anbringen, dann wird vielleicht im Raum die Akustik besser, weil eben der Ton gedämpft ist. Nach außen hin ist es aber immer noch laut, denn das ist ein wichtiger Fakt, den man mitnehmen muss. Eine Wand kann gut schalldämmend sein und gleichzeitig eine geringe Schallabsorptionsfähigkeit besitzen. Das ist hier ganz wichtig zu sehen. Und ja, sie sind eben unabhängig voneinander. Kommen wir nun zu einer Definition des Schallschutzes. Unter Schallschutz eines Hauses versteht man seine Eigenschaft, im Freien erzeugte Geräusche gegenüber dem Hausinneren abzuschirmen. Außerdem in einem Raum entstehende Geräusche möglichst nicht in andere Räume gelangen zu lassen.
Die in einem Haus auftretenden Geräusche können ganz unterschiedlich sein und ebenso die Formen der Übertragung in andere Räume. Es gibt deshalb kein Allheilmittel, um einen guten Schallschutz zu erreichen. Vielmehr müssen dafür zahlreiche Einzelmaßnahmen getroffen werden. Und welche das sind, das schauen wir uns mal jetzt an. Eine grobe Übersicht. Zunächst ist die Wahl der Lage und der Orientierung des Hauses entscheidend. Baut man jetzt ein Haus direkt an einer großen Straße, ist ja auch irgendwie mit viel Lärm zu rechnen. Dann die Ausbildung des Grundrisses, vor allem Lage von Bad, WC und Küche. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Der Aufzugsschächte, Technikräume und so weiter. Und natürlich auch die Auswahl der Bauart. Also ist es ein Leichtbau oder ein Schwerbau, je nachdem. Dann drittens die Art der Trennwände und Trenndecken, inklusive Fußboden und Außenwände. Hier kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Dann die Wasserinstallation. Kommen wir ebenfalls noch drauf zu sprechen. Und die Fenster, Verkehrslärm. Hierzu habe ich mal eine Messung bei mir im Haus mit geöffnetem und geschlossenem Fenster gemacht. Und wie man hier ganz gut sehen kann, sind da Unterschiede von bis 10 bis 15 Dezibel wahrnehmbar. Und schlussendlich eben die Auswahl und der Einbau der technischen Ausrüstung, also Aufzug, Müllschlucker, Waschmaschinen und Zentralheizung. Wo bringen wir die unter? Die Maßnahmen für den Schallschutz, das ist ganz wichtig, können häufig nicht nachträglich eingefügt werden. Ganz anders als zum Beispiel ein Anstrich gegen Feuchtigkeit. Sie berühren oft grundsätzliche Fragen, wie eben die Grundrissausbildung oder die Bauart und so weiter. Schalltechnische Maßnahmen sollten also bei der Planung rechtzeitig beachtet werden. Das Ganze wird geregelt durch die DIN-Norm 4109, erstmalig 1962 und 1989 dann aktualisiert. Sie beschreibt den Schallschutz im Hochbau und geht auf folgende Punkte ein. Eben den Schutz von Aufenthaltsräumen gegen Schallübertragung aus einem fremden Wohn- oder Arbeitsbereich, Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung, kommen wir nachher zu. Schutz gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen und Betrieben, Schutz gegen Außenlärm, Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen. Dann aber auch den Nachweis der Eignung der Bauteile, Nachweis der schalltechnischen Eignung von Wasserinstallationen und Nachweis der Güte der Ausführung, also eine Güteprüfung. Kommen wir zum Thema Schallschutz und Schalldämmung, Lärm von innen und von außen. Lärm von innen kann verschiedenste Ursachen haben, zum Beispiel Trittschall, das sind Gehgeräusche auf Treppen oder aus der darüberliegenden Wohnung, in Nachbarräume, von Nachbarräumen, je nachdem, Installationsgeräusche, also Geräusche, die von Wasserhähnen im weitesten Sinne herrühren, genauso wie Toilettenspülungen, Heizungen und so weiter. Diese sind beeinflussbar durch bestimmte lärmschützende Fußbodenbelege und der Beschaffenheit der Wand, also ob diese einschalig oder zweischalig ist, also je nachdem, und der Lage und der Ausführung der Wasserinstallation. Kommen wir zum Trittschall. Das sind Gehgeräusche von Fußböden und Treppen in darüber und darunter liegenden Räumen. Eine Trittschallübertragung spielt, wie bereits gesagt, in den Bereich der Körperschallübertragung mit hinein. Beim Gehen wird der Fußboden also durch den Fuß angeregt zu schwingen und diese Schwingung überträgt sich dann in Nachbarräume. Abhilfe eben durch Trittschallschutz, und da komme ich gleich dazu, was da gemacht werden kann, einen geeigneten Grundriss kann man finden, genau, Trittschallschutz. Hier spreche ich vor allen Dingen von Treppen. Wenn wir uns in Mehrfamilienhäusern befinden, in denen es immer ein Treppenhaus gibt, es sollte immer so geplant werden, dass sich der Trittschall von den Treppenstufen nicht direkt an die Wände der Wohnung übertragen lassen oder übertragen werden können. Und dann schlussendlich besonders
wirkungsvoll ist ein Teppichbelag. Und in Wohnungen, in denen Teppich liegt, gibt es in der Regel wenig bis gar keine Beschwerden. Ganz im Gegensatz zu Wohnungen mit Parkett und Laminatböden. Ich habe hier mal zwei Möglichkeiten von Trittschallschutz. Das eine links ist ein sogenannter Estrichboden. Das ist ein flüssiger bis breiiger Bodenbelag, der aufgetragen wird und dann verstrichen und eingeebnet wird und schlussendlich dann eben trocknet. Hier in dem Schaubild sieht man ganz unten den tragenden Untergrund, also beispielsweise den Betonboden, auf dem unsere Dämmschicht aufgebracht wird. Eben darüber kommt dann eine Dämmschicht. Die kann aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen, also sowohl aus organischen Stoffen wie jetzt zum Beispiel Schafswolle, als auch aus anorganischen, also Plastikverbünden etc. Darauf folgt eine Dämmschichtabdeckung, in die dann der Estrich gegossen wird. Das heißt, der Estrich ist an sich eine sehr gut vom Rohbau getrennte, eine Schwingungsübertragung wird dann eben dadurch verhindert durch die Trennschicht. Wichtig ist auch hier der Dämmstreifen, den man links sieht, der eben die Schwingungsübertragung zur Wand hin verhindert. Wenn man aus bestimmten Gründen jetzt keinen Estrich verlegen will oder nachträglich eine zusätzliche Trittschalldämmung einbauen will, dann ist das ähnlich wie auf dem Bild, auf dem rechten Bild mit Dämmmatten und einer gewissen Konstruktion auch noch möglich im Nachhinein. Wie gerade erwähnt, regelt die DIN-Norm 4109, wie gut was genau schallgedämmt sein muss. Sie regelt das für Mehrfamilienhäuser, also Luft- und Trittschalldämmung bei Trennwänden und Decken, in der Wohnung, zum Treppenhaus, zum Keller, zum Dach etc. In der DIN-Norm ist alles tabellarisch festgehalten, wie hoch die sein dürfen. Das sehen wir uns dann jetzt gleich nochmal in einem Beispiel an. Dann in Einfamilienhäusern ist es nicht verpflichtend. Schließlich wohnt man dort auch alleine und das ist einem selbst überlassen, ob und wie weit man dämmen möchte gegen Schall, den äußeren Umständen eben entsprechend. Hier sollte aber auch an den Wiederverkaufswert gedacht werden und deswegen ist es empfohlen, sich an schalltechnischen Anforderungen zu orientieren. Das muss der Bauherr dann mit seinem Architekten besprechen. Geregelt wird aber auch, dass öffentlichen und gewerblichen Gebäuden und Räumen und ganz gerade in Schulen und zum Beispiel Krankenhäusern ist es ja enorm wichtig, dass Schallschutz vorherrscht. Man wundert sich doch eigentlich immer wieder, wie ruhig es in Schulkorridoren sein kann, wenn Schüler in den Klassenraum sind. So, jetzt werfen wir mal einen kleinen Blick auf die DIN-Norm. Die akustische Größe bezeichnet in welcher, also die Spalte der akustischen, in welcher Einheit die Zahlen in der Zeile zu lesen sind. Die verschiedenen Spalten beschreiben dann die Schallschutzstufen, also SST 1, 2 und 3 nach der DIN-Norm. Und je höher die eben ist, desto besser wird vor Schall geschützt. So ist jetzt hier beispielsweise festgelegt, dass zwischen verschiedenen Räumen der Trittschall maximal mit 53 Dezibel hörbar sein darf. Oder Geräusche der Wasserinstallation mit 30 Dezibel. Ich denke, das ist relativ einleuchtend und die Tabelle soll ja auch jetzt erstmal nur beispielhaft hier stehen. Dann kommen wir zu Installationsgeräuschen. Installationsgeräusche sind Geräusche, die durch die Wasserleitung im Gebäude entstehen, wie WC-Spülung, Wasserentnahme, Abfluss. Wasserentnahme ist zum Beispiel, wenn man den Wasserhahn aufdreht. Außerdem können diese auch durch Wasserpumpen entstehen. Also wir haben hier diese Geräusche entstehen in den Armaturen. Das ist wichtig und also war mir auch bisher noch nicht bekannt. Die entstehen nicht in den Leitungen, sondern in den Armaturen. Und hier sind die eben geschuldet Querschnittsverengungen, hohen Durchströmgeschwindigkeiten und eben Wirbelbildung und Kavitation. Und diese Schwingungen, die dann eben in den Armaturen entstehen, wandern entlang der Rohre und der Wassersäule und breiten sich demnach aus. Als Beispiel haben wir hier mal einen Wasserhahn und obwohl es ein altes Bild ist, kann man hier noch etwas Gutes erkennen. Und zwar unser Wasserhahn A
Auf der linken Seite kann folgendermaßen Geräusch optimiert werden. Erstens A, sehen wir eingezeichnet, mit einer Vergrößerung des Ventilsitzquerschnitts, dass eben das Wasser besser auslaufen kann. Dann B, mit der Verringerung des Ausflusses, also so ein Luftsprudler, das kennt man, das muss man alle Jahr mal in Essig einlegen, wenn es ein bisschen zugestopft ist, verkalkt ist und über Nacht dann in Essig. Wenn man es wieder rausholt, dann funktioniert es wieder. Und C, eben eine strömungsgünstigere Führung, das sieht man da und das nennt sich dann, dass das Wasser laminar strömen kann. Und so kommt es dann zu weniger Schwingung und weniger Geräusch, das sich dann eben fortsetzt. Wenn man sich das jetzt mal aus der bereits angesprochenen Grundrissperspektive ansieht, sollte man darauf achten, wie die Zimmer und die Armaturen liegen. Möglichst sollten Bad und Küche nicht direkt am Schlafzimmer liegen. Wenn es aber dennoch der Fall ist, dann sollten unsere Badarmaturen möglichst nicht Wand an Wand mit einem Schlafzimmer liegen, sondern eher wie auf Bild 2 immerhin an der weiter entfernten Wand. Nun zum Lärm von außen. Der hat verschiedene Ursachen. Verkehr, Luftverkehr, Schienenverkehr, Straßenverkehr und außerdem das Wetter, also Regen und Hagel auf dem Dach, das kann ziemlich laut werden. Hierzu vorneweg, hier kommt es auf die Isolation und die Dämmung des Dachs an. Auf sogenannten Wetterlärm wird aber zum Beispiel von der DIN-Norm jetzt nicht eingegangen. Eine Beeinflussung dieses Lärms kann man durch eben die Lage und Architektur von betroffenen Bauwerken führen. Ich muss mir also überlegen, baue ich mein Haus an der Straße, eine Schiene oder halt lieber nicht. Oft hat man aber keine Chance, wenn einem zum Beispiel eine neue Start- und Landebahn einfach so für die Nase gebaut wird, sozusagen. Dann müssen Lärmschutzmaßnahmen her. Kommen wir nochmal zu unserem Verkehrslärm. Ursachen sind eben Rollgeräusche von Reifen und Schienenrädern. Schienenräder, das sind die Räder von Lokomotiven, von der Eisenbahn. Dann Windgeräusche. Die entstehen bei hohen Geschwindigkeiten, kennt man im Auto, wenn man auf der Autobahn fährt, dann wird es laut, das sind die Windgeräusche, die hört man sowohl innen als auch außen. Und Motoren, Turbinen und Abgasanlagen, das haben alle diese Verkehrsmittel, sonst würden sie sich auch nicht bewegen. Das führt natürlich zu Konflikten und Gesundheitsproblemen und auf die gehen wir nachher in unserem Exkurs noch einmal ein. Abhilfe kann hier geschaffen werden durch eine lärmgünstige Architektur und Planung und eben durch Lärmschutzwände. Die schauen wir uns jetzt mal genau an. So sieht eine Lärmschutzwand an einer Autobahn aus und sie haben eine lärmabschirmende Wirkung und die verursacht eine Lärmminderung bis zu 20 Dezibel und sie also verhindern teilweise die Ausbreitung des Schalls. Ihre Wirksamkeit hängt allerdings von mehreren Faktoren ab. Zunächst Höhe und Dekrümmung, also der genaue Bauart des Geräts, dann die akustische Konzeption, also wie ist diese Lärmwand aufgebaut, wie sieht ihr Innenleben aus und so weiter. Dann der Abstand von der Lärmquelle, also jetzt hier zum Beispiel das Auto und dem Abstand vom Emissionsort, also dem Objekt, das ich vor Lärm schützen will. Und schlussendlich noch vom Frequenzspektrum des Schalls, also versuche ich jetzt Autobahnlärm zu verhindern oder Fluglärm beispielsweise. Ja, und damit kommen wir zu dem kleinen Exkurs Gesundheit und Lärm am Beispiel Fluglärm. Ja, was alles passieren kann, wenn Lärm in ein Leben eingreift, das soll hier kurz dieser Abschnitt zeigen. Lärm kann nämlich sowohl physische Schäden, also zum Beispiel Gehörschäden, geplatzte Trommelfälle etc. nach sich ziehen, aber auch psychische Schäden. Die sogenannte Lärmbelästigung. Und welche oder was dadurch verursacht werden kann, das sehen wir gleich. Das Beispiel, das wir nutzen wollen, ist auch schon stark durch die Medien gegangen. Wir sprechen von diesem Ort. Und hier ein kleines Danke an Google Earth, den Frankfurter Flughafen. Mainz zeigt dem Fluglärm die rote Karte. Erneut sind heute rund 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie fordern die Stilllegung der neuen Landebahn am Frankfurter Flughafen, einen Ausbaustopp und ein absolutes Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr, das strikt eingehalten wird.
Der deutsche Michel sitzt auf dem Mainzer Dom und fängt Flugzeuge. Nicht nur Fasnachtsmotiv, sondern mittlerweile auch Symbol für alle Fluglärmgegner. So wie etwa die Schilder, die zeigen, wo der Krach am Himmel unerträglich ist. Und sie alle haben nur eine Botschaft: weg mit dem Fluglärm, weg mit der neuen Landebahn. Ja, hier sieht man die Ausmaße, die Lärmbelästigung annehmen kann, also wie viele Leute hier auf die Straße gehen und eben, dass Lärm tatsächlich gesundheitliche Schäden haben kann. Und das zeigen auch nochmal folgende ärztliche Studien. Also jetzt hier im Speziellen geht es um die negative gesundheitliche Auswirkung von nächtlichem Fluglärm. Bei den vier Studienergebnissen handelt es sich speziell eben um diesen nächtlichen Fluglärm und hierzu noch als Anhaltswert. Die DIN-Norm sieht nachts eine Lautstärke von 10 bis 20 Dezibel vor. Das Blutdruckrisiko steigt um 19% bei einem kontinuierlichen nächtlichen Fluglärmpegel von mehr als 50 Dezibel. Das Herzinfarktrisiko steigt um 30-50% bei kontinuierlichem Lärmpegel von mehr als 60 Dezibel. Das Risiko für Herz- und Kreislauf- und psychische Erkrankungen steigt um 50% bei mehr als 60 Dezibel. Und schlussendlich das Schlaganfallrisiko bei Männern steigt um 58%, bei Frauen um 122% bei einem kontinuierlichen nächtlichen Fluglärmpegel von mehr als 53 Dezibel. Als Schlusswort möchten wir demnach zwei Statements abgeben. Zunächst: Lärmdämmung ist sinnvoll und notwendig. Es sollte beim Bau frühzeitig daran gedacht werden, da Änderungen im Nachhinein selten machbar sind. Außerdem wurde die DIN-Norm strenger. Das letzte Update liegt aber schon bald 25 Jahre zurück. Inzwischen sind Dämmmaterial besser und Außenlautstärke wird zum Beispiel durch Elektrofahrzeuge leicht abnehmen. Deshalb wünschen wir uns auch für unser gesundheitliches Wohl eine strengere DIN-Norm, die auch gesetzlich verpflichtend verankert ist und nicht nur für Mehrfamilienhäuser. In diesem Sinne, ruhen Sie wohl! Hier noch unsere Literaturquellen, Bilderquellen und Videoquellen.